Also, jetzt gucken wir Eva Neo. Einmal scharfe Nudeln, wenn du lachst. Wir probieren die echten schärfsten. Ah, okay. Ja, das ist es. Das habe ich sogar bestellt. Es ist noch nicht angekommen. Ich glaube, er hat mich in diesem Video nominiert, weil mir viele das geschrieben haben. Aber ich dachte mir so, ja, aber das ist noch nicht angekommen. Das dauert Monate. Das sind angeblich die schärfsten der Welt. Okay, jetzt fängt es an, im Hals richtig zu brennen. Eine lange Zeit dachte ich auch so, diese roten Nudeln, das sind doch die schärfsten Nudeln der Welt. Also wirklich die schärfsten Instant-Nudeln, die man einfach nur kriegen kann. Genau die hier, diese Samyang Chubululululu scharfen Doppel-Spicy-Nudeln. Das sind vielleicht die schärfsten, die man so easy bekommen kann. Alter Leute, die haben einfach nur 12.000 Scoville. Das extrem scharfe an denen ist einfach nur die Masse. Das ist ja wirklich eine ganze Packung, die du hier reinkriegst. Und umso mehr schärfer du bist, umso schärfer wird. Aber 12.000 Scoville ist eigentlich gar nicht so krass. Scoville mobil, aber trotzdem, das ist eigentlich echt schwach. Aber natürlich brennen die trotzdem, also ist nicht. Aber falls ihr noch nie probiert habt, holt sie euch gerne. Bei jedem Asialaden gibt es sie einfach. Oder falls ihr im Dorf lebt oder in irgendeinem Zelt in einem Wald, dann bestellt ihr euch gerne auf Amazon über meinen Link. Eure Hotel wird auf jeden Fall Spaß haben. Ich will gar nicht abstreiten. Ja, die sind scharf. Aber ich dachte, es muss doch schärfere geben. Ich meine, nur 12.000, das kann doch nicht sein. Und es gibt schärfere. Und zwar die Ghost Pepper Nudeln. Alter Leute, die haben müsst ihr mal rein. Die haben wir im Stream bestellt. Damals, als wir euch gezeigt haben, wie wir unsere Nudeln so online bestellen, haben wir die auch bestellt, aber die sind wirklich noch nicht da. Es ist nicht so, als ob ich diese Challenge oder Nominierung ignoriere. Ich warte noch. Die haben einfach 1 Million Scoville. Kollege Panna und ich machen immer diese Challenge, wo wir extrem krankes Zeug fressen. Ach ja, Leute, Panna hat auch Twitch. Also falls ihr mal vorbeischnuppern wollt, weil ihr Livestream regelmäßig dann schaut gerne auf unseren Twitch-Kanal vorbei. Und er und ich dachten uns fürs heutige Video, wir probieren die mal. Wenn wir heute eh schon ein paar Gerüchte ausräumen wollen, es gibt ja diese Feuer-Vulkan-Nudeln und mir wurde schon so oft geschrieben, ja, das sind die schärfsten. Oh Gott, komm, klär das mal kurz hier, Mann. Oft geschrieben, dass dieses Hühnchen hier nicht nur bei KFC landet, sondern auch extrem scharf ist. Boah, die Soße sieht aber wirklich gefährlich aus. Aber das mal rein. Wobei ich eigentlich richtig viel Angst habe, dieses Video zu sehen, weil ich sehe dann einfach nur, was mir bevorsteht. Also mir haben ja wirklich Leute auf Instagram geschrieben, das sind dann wirklich die allerschärfsten und noch schärfer, dieses Ehrchen hier. Aber ich sage euch wirklich, niemals. Wir testen es gerne kurz für euch, um uns auch einzuschärfen. Wenn ich kurz warm, bis es ein bisschen abkühlt. Ich will, dass es doppelt brennt. Sind die schärfer als die roten? Finden wir jetzt heraus. Brennt schon. Bisschen eklig, gummimäßig. Alter, lasst nur Nudeln zu lange drin. Ich spüre schon so ein bisschen, oh, deine Augen ja direkt. Ja, die habe ich auch schon mal gegessen. Die ging auf jeden Fall klar. Ich hab keine Milch, ne? Doch, hast du. Gut, dass wir das Gerücht jetzt auch aus der Welt geschafft haben. Ich kann euch nur sagen, ja, die sind natürlich scharf. Klar, ein bisschen wird euer Anus gekitzelt, aber so krass sind die jetzt auch nicht. Aber bevor wir uns an die 1 Million jetzt trauen, schärfen wir uns noch mal ein bisschen ein. Und dann geht's ja. Zack, jetzt kommen die Roten hier richtig schön rein. Ah, die riechen einfach köstlich. Mahlzeit. Mahlzeit. Entweder ich bin gerade richtig cool. Wie uncool. Oder die sind echt null scharf. Ich spüre gerade echt keine Schärfe. Die sind null scharf. Die sind null scharf, okay. Schärfen wir uns noch mal ein bisschen ein. Und dann geht's ja. Zack, jetzt kommen die Roten hier weg. Den Schärf ist. Hey, man sieht echt den Schweiß. So ein bisschen, grinst doch ein bisschen. Ey, sieht gut aus. Hey. Piss dich. Ach ja, wisst ihr eigentlich, wie scheiße es ist, solche Nudeln zu besorgen? Die kriegst du vielleicht easy im Asialaden oder auf Amazon. Die für die Leute auch. Was ich da durchmachen musste für die. Aber wirklich die Ghost Pepper, die 1 fucking Million Scoville zu besorgen, das war wirklich eine Aufgabe, Leute. Ich habe mich persönlich auf die Reise gemacht nach Asien. Bin nach Nordkorea geflogen, war nicht wirklich gleichzeitig durchzukämpfen. Hab Kim Jong-un kennengelernt. Und eine süße Nordkoreanerin. Und dann, ja gut, sag mal so, wir haben ein Baby gezeugt. Man kann es Alter, sind doch hier. Der lügt. Das sind die Ghost fucking Pepper Nudes. Nur in Malaysia. Die waren immer ausverkauft. Ich hab mir die Scheiße auf Ebay jetzt besorgt. Nordkoreaner. Ja gut, Leute, war gelogen. Wie so. Ja, ich habe Fake Pranks gedreht. Aber warum so viele? Mehr Schärfe, mehr Spaß. Lässig. Du bist das wie Chili. Hier, 1 Million. Ihr müsst euch vorstellen, der Chip, den wir damals gegessen haben, der hat 1,5 Millionen gehabt. Und die haben aber eine. Ich glaube, die Nudeln werden schlimmer. Ja, aber das hat Masse. Ist, ne? Ja, Chip. Ja, mal sehen, ob die überhaupt Masse schafft. Gleiches Jahr war ein Happenschuh. Oh Mann, ey, ich weiß noch, als ich den Chip gegessen habe und ihr wisst ja noch, ja, falls ihr es gesehen habt, ich hatte auf jeden Fall die Bauchschmerzen meines Lebens. Mein Bauch tut richtig weh. Das ist gar kein Spaß. Und ich dachte, dass ich sterbe auf jeden Fall, weil es ein Schmerz war, der nicht wegging. Und also so, man konnte halt einfach nichts tun, außer die ganze Zeit zu schreien. Und dann habe ich zu Dirk eigentlich gesagt, lass mal nicht bestellen. Warum sollen wir uns das nochmal antun? Aber Dirk hat es bestellt. Und ich meine, 1,5 Millionen Scoville und 1 Million Scoville macht schon den Unterschied. Ende, kann ja sein, ne? Aber das Ding ist, die Nudeln sind auch richtig schwarz. Ich habe auch gehört, sollen nicht so lecker sein wie die roten Nudeln. Ich glaube auch nicht, dass sie lecker sein sollen. Aber eigentlich wäre es geil, wenn sie lecker wären. Aber wer isst die denn so? Wer will denn sterben? Grüße. Okay, hier ist die Soße. Die ist auch richtig rot oder schwarz. Das sind sie, die schwarzen großen Nudeln. Die ist auch was mir ins Auge. Ah, das wird hart, Mann, das wird richtig hart. Ich freu mich drauf. Alter, 1 Million, fucking Scoville. Schaffst das, Junge. Ich bin heiß auf sowas, ich find das geil, das zu erleben.
Also was soll da drin sein? Guck, Alufolie. Ja, okay, da wurde das vergiftet, der Typ, der mir das geschickt hat. Welches Arschloch hat mir das denn zugeschickt? Adresse. Sag dir das, Koron. Was an? Ja, das ist wirklich Metall. Die Nudeln sind echt gut giftig, aber. Hey, 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 hallo! Ey, wie schwarz das Wasser. Junge. Aber jetzt mal ganz im Ernst, sieht das appetitlich aus? Kein Stück. Nur das Wasser ist nicht schwarz, die Nudeln sind schwarz. Da kommt jetzt die scharfe Soße nochmal Wasser raus. Sag mal jetzt, Jungs, wie machen wir das am besten? Rein, da, unseren Schwanz rein? Ja. Ich hab heute echt Tag gemacht eigentlich. Komm jetzt, Bussi. Bisschen sterben, bisschen geil, bisschen leben. Ja, die Soße muss auf jeden Fall rein. Das sieht auf jeden Fall gerade eklig aus. Sieht einfach nur aus wie schwarze Tintenfischnudeln und Wasser. Mit diesen drei Schritten habt ihr immer die besten Argumente und gewinnt jede Diskussion. Bisschen sterben, bisschen geil, bisschen leben. Oh, bei ihm werden gleich alle Nudeln reinfliegen. Wetten nicht? Bist du? Ey, guck, wie schleimisch das aussieht, Alter. Oh, ey. Die andere Soße ist immer so lecker, geil, aber die riecht kacke und sie. Die andere tot. Die andere Soße geht mir da. Fühl ich halt durch? Digga, das riecht nach so ergammeltem Barbecue essen. Wisst ihr, was ein bisschen kacke ist an dieser Scheiße? Unter der ganzen Kacke steht. Warning. Ich kann den direkt für 2 Wochen, Digga. Dein Leben wird enden, es ist vorbei. Du bist schwanger mit 2 Kindern. Du bist mit 15 schwanger geworden. 14. Are you ready? Ich bin sterben. Guck mal, ich hab Angst, weil ich weiß, ich werde sterben. Aber ich hab irgendwie auch Lust, einfach zu wissen, wie das ist. Ey, warum sehen die bei mir viel roter aus als bei dir? Geht, ne? Er betrügt. So wie ich. So. Aber Digga, jetzt hab ich auch Angst. Kannst du auch mich anzustecken? Ich hatte gar keine Angst, ich war voll motiviert. Oh, die Nudeln sehen richtig eklig aus. Also sieht nicht appetitlich aus. Also. Einfach nur gekochte Nudeln und dann Soße drüber. Sonst wären die ja so gebraten und könnten vielleicht noch genüsslich sein, aber das sieht irgendwie voll eklig aus. Warum machen wir nicht immer so eine Kacke? Also würde ich lieber noch mal Fisch essen. Für den Genuss. Nein. Doch? Puss. 3. Warte. Du zitterst in deinem Atem, du zitterst so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was so schlimm ist. Ja, das haben wir beim Chip auch gesagt. Ja, der Chip war richtig schlimm. 1. Ich habe doch gesagt, ja, ich kann sowas sehen mit meinem eigenen Auge, mit meinem bloßen Auge, kann ich sagen, ob Nudeln geil schmecken oder nicht. Das ist abartig. Okay? Ist doch mehr! Boah, der Tschüss! Hey! Ich bin Ehrenmann! Okay, habt ihr die Happen gezählt? Evanier hat nur 2 gegessen, also muss ich auch nur 2 essen. Oder 3. Du hast getrunken. Ich freue mich, um mit dir eine Reise in deine Vergangenheit zu machen. Digga, ey, wo kommt denn die Schärfe mal? Okay. Was ist unten? Ach du Scheiße. Fuck! Ey, warte, fahr mir. Hol ein bisschen raus, Kalli. Ja. Ich sag dir mal schon, der Pussy ist. Nein! Nein! Alter, ist das kein Wettbewerb hier, Junge? Du bist eine Pussy. Wie heißt du so genug? Ich hab keine Stimme mehr. Boah, ich war eine Frau für eine kurze Zeit, Alter. Okay, jetzt dein dritter Happen. Du hast nochmal gegessen. Den muss ich nochmal essen. Ich muss den Leuten zeigen, was für eine Pussy war. Digga! Ist das scheiße? Was übergreifst du so, Junge? Ist gar nicht so schlimm. Dein Kopf ist rot, meine Augen bluten. Wie? Eine Nudel ist in meiner Nase. Ey, das war meine Nase. Hier, leck mich. Alter, was willst du beweisen, Junge? Zeig die Nudeln! Hallo, was ist denn mit dir? Nee, das reicht doch. Nee, ich muss den Leuten beweisen, dass du eine große Nudel blutest! Leute, Finger. Nein, du bist gierig. Hör auf! Zum Glück muss ich, wenn überhaupt, immer nur gegen Dirk antreten. Da gewinne ich immer. Ich muss beweisen! Das ist ein ekliger Schmerz. Wie haben sie geschmeckt? Oh, das wird gerade richtig schlimm. Das wird schlimmer gerade. Vielleicht brauchst du Kuhmilch. Keine Sojamilch. Obwohl, Soja ist besser. Ja. Kein Bock auf Kuh. Oh, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Wo bist du so wieder, Mann? Meine Ohren, ey. Ja, guck mal, wie rot seine Ohren sind. Alter, du bist Dumbo. Ey, warum hab ich schon gegessen, ey? Ey, die waren so ekelhaft, Leute. Das hört nicht auf zu brennen, mein Gott. Digga, hast du irgendwie nicht einen Nutella oder so? Ja, warte. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Ja, los, ab die Welt. Ah, hey, Mann!
Es hört nicht auf! Brennt halt überall, das ist das scheiß Problem. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Hey, schön, oder Aktimel hilft. Aktimel aktiviert. Aktimel aktiviert mein Schwanz. Ey, krass, wie das bei dir reinkickt, ne? Ey, du kannst echt mit Schäfer nicht umgehen. Ich verstehe nicht, was er meint. Juhu, war das krass. Ey, ich freue mich drauf. Ich finde es widerlich. Also wirklich ein ekelhafter Barbecue-Rotz-Piss-Geschmack. Ich muss kurz chillen. Ey, sorry, aber ich frage mich immer bei Evanio, ob das seine Lippen sind oder ob es sein Color Grading ist, weil er hat so eine schöne Lippenfarbe für einen Lippenstift. Und ich sah noch nie so aus. Bei mir ist immer alles orange. Auf jeden Fall frage ich mich halt immer, warum man sich sowas antut. Und deswegen, wenn ich immer so eine Videos drehe, denke ich mir auch so, warum tue ich mir das an? Und wenn ich es hinter mir habe, denke ich mir so, ich mache das nie wieder. Und dann kommt Evanio und fordert dich heraus. Ich kann nicht reden. Mit gar keinen reden. Er zwingt mich und ich krieg nicht mal Bezahlung. Doch, kriegt er. Liebe und Umarmung. Oh, oh. Oh Gott, entspannt. Okay. Einfach nicht. Dann sag mal, wie findest du von Geschmack, Herr Nudel? Geschmack war einfach Grotte. Schärfe war schon. Schärfe hat man schon gemerkt, das war natürlich weniger als vom Chip, ne? Ja, aber nicht für deutlich. Beim Chip bin ich, dachte ich sterbe beim, wirklich jetzt. Beim Chip bist du direkt gestorben. Ja, genau. Und hier kam es so richtig langsam. Und beim Chip habe ich auch nicht gut Luft bekommen. Auf jeden Fall, trotzdem muss ich aber sagen, hier, weil das mich aufregt, warum sind die so eklig, der? Am Anfang dachte ich, sind gar nicht scharf, ne? Ja. Ey, am Anfang dachte ich ehrlich, ey, das ist doch gar nicht so scharf. Und dann kam das so richtig brutal auf einmal. Die Schärfe geht. Dirk, wie viele Packungen hast du davon gekauft? Zwei. Also isst du mit. Dann gewinne ich immer. Okay, aber sie haben gesagt, sie spüren einen deutlichen Unterschied vom Chip. Beim Chip warst du danach direkt tot und bei den Nudeln spürt man es langsamer. Aber auch schneller hier. Ja, okay, Digga, ach, die Meldung, 3 Liter Milch. Ja, ich weiß. Aber, wir haben es durchgezogen. Da kommt schon ein bisschen die Kotze hoch, ne? Hallo. Ey, deine Ohren sind richtig rot, Digga. Ja, ich weiß, meine Ohren tun auch weh. Loszulassen. Du kannst es loslassen. Ganz leicht. Ey. Ausbildung. Wenn es gut genug geht, machen wir kurz noch die Ansage. Yo Leute, Panda streamt jetzt auf Twitch, ich bin auch mal mit dabei, dann ficken wir. Panda sieht aus wie ein Opa. Das krasse ist aber, ich habe diese Nudeln schon ewig bei mir zu Hause, Leute, und ich habe so einen heftigen Verlust. Ist das sein Color Grading oder hat er immer rosa Lippen? Das ist sein Color Grading, oder? Seine Lippen sehen immer anders aus als meine. Er muss mal einen Lippenstift rausbringen, ja? Lust gemacht, weil als ich in Amerika war, habe ich mir einen Sechserpack davon bestellt, weil der einen Monat gebraucht nach Deutschland. Dann kamen die an, wurden vom Zoll abgefangen und ich habe irgendwie fast 100 Euro umsonst bezahlt. Ja, ganz korrekt, hat mein Geld nie wieder einfach gesehen. Aber dann habe ich es nochmal neu bestellt, da kam es zum Glück an. Also ich muss sagen, auch im Fazit jetzt so, ja, sind schon scharf. Ja, natürlich sind die scharf irgendwo, ne? Ich glaube, wenn du so massenweise isst, jetzt ein ganzes Pack, boah, das könnte schon ordentlich brennen. Das Eklige finde ich ja persönlich ist einfach, die ist so ein Fetzer gehört, die schmecken halt gar nicht. Die roten sind schön scharf und schmecken dazu. Die sind wirklich einfach nur scharf. Die hier zum Genuss ist. Digga, ich hab mal die roten Nudeln einfach so gegessen. Zum Spaß, weil die halt wirklich lecker sind. Wenn man die richtig schön so durchbrät. Aber die waren wirklich. Die Challenge hat mir trotzdem Spaß gemacht, durchzuziehen. Falls ihr andere Ideen habt, ihr sagt, hey, Panda, du könnt doch das und das testen. Was geht schon darum, so krasses Zeug zu testen? Weil ihr wisst, das ist so ein kleines Format auf meinem Kanal mit Panda zusammen. Dann schreibt mir super gerne Ideen rein, falls ihr einige habt. Und sonst würde ich sagen, Leute, wenn ihr wollt, lasst ein Like auf dem Video da. Abo auf dem Kanal, falls ihr euch getan habt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Hey, er hat mich doch gar nicht nominiert. Ich muss es nicht machen. Irgendjemand hat mir geschrieben, dass... Ja, irgendjemand hat dir das geschrieben. Ja, bei Instagram hat mir irgendjemand geschrieben. Ich muss das gar nicht machen. Ich wurde nicht nominiert. Ich war nur eine Sekunde im Video. Das reicht manchen Leuten ja auch. Das heißt, ich bin nominiert, oder? Okay, aber wir haben es ja bestellt und wir haben 2 Packungen. Und ich muss, glaube ich, nur 4 Happen essen, dann bin ich besser als er.